Staub, Benzingeruch und omnipräsentes Auspuffknattern. Das ist das legendäre Erzberg Rodeo. Als eines der schwierigsten Enduro-Rennen der Welt beansprucht das Rennen am steirischen Erzberg nicht nur Mensch, sondern vor allem auch Maschine. Das sieht auch Volkswagen so und rückt mit der kompletten SUV-Palette nach Eisenerz aus. Allerdings nicht, damit Profis über Stock und Stein heizen können. Ziel ist es, Zuschauern des Rennens zu zeigen, welche Hindernisse sie mit einem VW überwinden können. Tatkräftige Unterstützung bekommen die Neo Offroader dabei von den Instruktoren der Volkswagen Driving Experience. Das eine wollen wir mal unsere Fahrzeuge präsentieren und unsere Offroad-Fahrzeuge mal zeigen, was können die, was haben wir an Assistenzsystemen, wie arbeiten die Assistenzsysteme und dennoch das Freiheitsgefühl im Offroad-Gelände ein bisschen rumzufahren. Die Volkswagen Allrad-SUVs T-Roc, Tiguan und Touareg zeigen dabei mehr Offroad-Talente, als man ihnen zutraut. Schließlich sind sie primär für befestigte Straßen konzipiert. Doch unsere Bundeshymne verriet es schon im ersten Satz: Land der Berge. Ich finde es einfach spannend, mit Autos, die man normalerweise von der Straße kennt, einmal wirklich ins Gelände zu fahren. Und der Erzberg ist einfach prädestiniert. Wo könnte man das besser zum ersten Mal ausprobieren als hier? Die spezielle Atmosphäre des Erzberg-Rodeos fördert nicht nur den Spaß, sondern auch die Abenteuerlust der Fahrer. Abseits der gewöhnten Fahrbahn kann man die Grenzen ausloten und dabei ans eigene Limit gehen. Mit den technischen Hilfsmitteln der Fahrzeuge ist das kein Problem und sogar erwünscht. Besonders beliebt ist der Bergabfahrassistent. Er ermöglicht komplett selbstständig eine sichere Fahrt, auch bei extrem steilen Abhängen. Und wie er dann auch gesagt hat, man kann alles loslassen, bremsen, alles. Also das war schon, war cool. Mit der Frontkamera beim Tiguan, also ist das nachher schon wirklich ein Traum, da wird einem schon ein bisschen die Angst genommen. Nicht nur Offroad-Neulinge, sondern sogar gestandene Offroad-Spezialisten sind begeistert. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt das erste Mal einmal mit sowas gefahren. Ich meine, die Technik, ich muss sagen, ich habe gerade das super Wow-Erlebnis, weil ich das so nicht kannte. Und weil sich das Auto ja alles selber regelt und auch du siehst ja auch innen bei dem Display, wie sich das neigt mit den Kameras. Nein, also ich bin gerade ein bisschen ja, angenehm und baff. Doch nicht nur die SUV-Palette, sondern auch der Pickup Amarok kann überzeugen. Er hat am Erzberg sogar einen ganz besonderen Fan, nämlich den König des Erzbergs höchstpersönlich. Also ich bin ja, ehrlich gesagt, bin ich echt überrascht, weil das Auto ist, das vorsteuerabzugsberechtigt ist, das macht den nochmal recht günstiger also als Firma. Aber ich war überrascht und habe eh schon gesagt, also wenn ich das Zeug vorher gewusst hätte, den man schon vorher gekauft. Es ist wirklich ein tolles Auto, mit dem man überall fahren kann. Er vertragt auch Geschwindigkeit, also man kann da auch gescheit drüber bretteln über die Pisten, was ich auch mache. Und ja, freue mich sehr, dass ich ihn habe. Die Frage nach dem Spaß erübrigt sich beinahe. Wir haben trotzdem nachgefragt. Unbedingt, ja. Also würde ich sofort wieder probieren. War richtig klasse. Ja, freilich. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Das macht immer Spaß. Performance im Gelände und dabei komfortabel auf der Straße. Ein Spagat, den die Allradler von Volkswagen locker hinbekommen.